Ja, das Video und die beiden Ausführungen von Roxana und Dominik drücken eigentlich schon alles aus. Und ihr ergänzt euch auch sehr gut mit den beiden Projekten. Das European Future Forum bemüht sich mit dem Projekt Eurobubble, einem echten europäischen Medium, in vorbildlicher Weise Grenzen zu überwinden. Sprachliche Grenzen zu überwinden heißt auch immer, kulturelle Grenzen zu überwinden. Sprachliche Grenzen zu überwinden heißt auch immer, nationale und regionale Grenzen zu überwinden. Es ist daher Ausdruck der Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und das Miteinander. Oft als Europapolitiker wünscht man sich natürlich solche Projekte und Plattformen, weil sie die Politik, die wir im Europäischen Parlament machen, nicht nur mit der nationalen Brille sehen, sondern vor allem mit der europäischen Brille betrachten. Der Aufwand, der hier ehrenamtlich betrieben wird, Berichte in unterschiedlichen Sprachen mit vielfältigen Themen zu schreiben, verdient unsere aller Dankbarkeit. Und ich sage ganz persönlich, die Wahrnehmung gegenüber der Europäischen Union wäre eine ganz, ganz andere, wenn es mehr journalistische Initiativen wie die Ihre gäbe, nämlich Europa auch mit den Augen der anderen zu sehen, die gleichberechtigt so sind wie du und ich. Der Bürgerinnenpreis soll genau dieses Engagement für ein besseres gegenseitiges Verständnis würdigen. Und dazu gratulieren wir herzlich.